Aber trotzdem wird jeder und jede von Ihnen dieses Weihnachten auch mit den eigenen Erinnerungen begehen, obwohl Sie weit von zu Hause weg sind. Ich denke, wir haben da alle diese Erinnerungen daran, wie Weihnachten für uns normalerweise zu sein hat. Viele von Ihnen werden zu Hause sonst einen Tannenbaum haben. Man trifft sich mit Familie und Freunden, vielleicht gibt es ein Festmahl. Oder vielleicht sind es auch nur die Erinnerungen an Kartoffelsalat und Würstchen, die Ihnen jetzt in den Sinn kommen. Aber Weihnachten, davon hat man eine ganz bestimmte Vorstellung. Aber Sie haben dieses Jahr ein anderes Weihnachten. Weihnachten ist auf jeden Fall etwas, woran man sich ganz besonders erinnert. Sie können es ignorieren, indem Sie sagen, wir fahren einmal weit weg. Weihnachten ganz vergessen kann man allerdings kaum, denn es ist präsent überall auf der Welt. Die heilige Nacht kommt auf Sie zu. Diese Nacht, in der sich Himmel und Erde ganz besonders berühren, denn es ist uns gesagt, der Gottessohn ist in die Welt geboren worden. Gott ist uns nahe gekommen. Es ist erst einmal so eine Floskel. Aber in Jesus Christus und seinem Leben, wie es uns berichtet wird, haben wir dann gesehen, was das bedeutet. Er ist zu den Menschen gegangen, die ihn gebraucht haben. Er ist zu denen gegangen, die krank sind, auf dass sie Heilung erfahren. Er ist zu denen gegangen, die traurig und deprimiert sind, damit sie getröstet werden. Er ist zu den Einsamen gegangen, um sie in die Gemeinschaft zurückzuholen. Oh.
wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Wir, die Besatzung von AIDA Vita, wünschen Ihnen allen natürlich erstmal von Herzen ein ganz besinnliches Weihnachtsfest hier an Bord. Das ist sicherlich, ja, für uns alle ein ganz besonderes Weihnachtsfest, für Sie wie auch für uns. Das Theater ist heute Abend auch nicht wirklich einfach ein Theater, sondern es ist eher unser gemeinsames Wohnzimmer, in dem wir ja den Heiligen Abend gemeinsam zelebrieren wollen. Genau, Sie haben es vielleicht auch schon mitbekommen, heute lief das Internet ein bisschen langsamer. Jeder wollte zu Hause fragen, wie es geht. Jeder wollte Grüße schicken, das Telefonnetz war belegt. Ein mancher hat sich gewundert, wie es zu Hause hieß. Wir sitzen in der Sonne, es sind 20 Grad. Teilweise 20 Grad in Deutschland heutzutage. Gestern war noch teilweise die Autobahn gesperrt bei Minusgraden. Heute 20 Grad, Biergartenwetter, aber auf jeden Fall von uns. Fröhliche Weihnachten Ihnen an Bord von AIDA Vita. Ein frohes Fest. Alles Gute! Ja, und während die Liebsten heute vielleicht sogar in einem Biergarten das Weihnachtsfest verbracht haben, sind wir ganz weit in die Ferne gerückt. Und Sie sind an Bord von AIDA Vita gekommen, um mit uns gemeinsam natürlich erstens einen ganz besonderen Urlaub zu erleben, aber vielleicht auch ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Für Sie natürlich ein anderes Weihnachtsfest als zu Hause, denn ja, ein Stück weit auch weniger Stress, denn für Sie bedeutet das keine großen Einkäufe, keine Kochen, kein Backen, kein Aufräumen, Putzen, Einladungen verschicken, sondern für Sie einfach die Möglichkeit, sich zurückzulehnen und den Heiligabend rundum zu genießen. Tja, und eine manche Hausfrau oder Hausmann hat vielleicht gesagt, boah, vielen, vielen Dank, lieber Chefkoch, dass du mir das Ganze abgenommen hast. Und wie wir vorhin kurz vor der Öffnung durch die Restaurants gegangen sind und diese Massen an Kalorien und an Schokoladen-Nikoläusen gesehen haben. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich würde sagen, Chefkoch, was du da gezaubert hast, wow. Gut ab. Wahnsinn. Passt gut zu Hause. Ja. Ja, und hier im Theater geht es weiter mit unserer großen Weihnachtsgala am Heiligabend. Und diese Gala ist wahrlich etwas ganz Besonderes, denn diese Show ist von uns selber kreiert. Das heißt, die Besatzung von AIDA Vita hat sich zusammengesetzt, viele kreative Köpfe, und haben diese Show zusammengestellt und mit bestem Gelingen und viel, viel Herzblut natürlich zusammengestellt. Und eine Gala, die Sie wahrscheinlich so schnell nicht vergessen werden. Tja, man merkt Tommy schon an, der hat immer Respekt vor dem Weihnachtsmann, da ist viel Respekt in den Ansprachen drin, und ja, für uns ist es natürlich auch was ganz, ganz Besonderes, und wir hoffen, Sie springen auf unseren Weihnachtsschlitten mit auf bei unserer musikalischen Reise durch die Weihnachtszeit, die wir Ihnen jetzt hier im Theater wünschen möchten. Und jetzt heißt es für uns nur, lehnen Sie sich zurück, genießen Sie diesen Weihnachtsabend hier an Bord in Ihrem Wohnzimmer bei der großen Weihnachtsgala. Viel Spaß und Bühne frei. Thank you.
Insekten, die Gänse, alles ist vorbereitet und wir gucken jetzt mal, was der Chefkoch mit seinem Team alles macht. Anfang! Der Platz ist grün, das Gras ist geschnitten. Aber der Spielertunnel ist leer. Wo sind die Mannschaften? Keine Ahnung. Sie sehen sich schon ein vielleicht. Sie trainieren, sie machen sich die Waden warm. Aber wir sehen sie nicht. Also irgendwo muss die Küchenbesatzung doch sein. Mit dem Chef. Ah, da ist der Chef. Ah. Das schmeckt aber gut. Weihnachten kann kommen. Vorbereitet. Mir fehlt noch was. Olegaya Pasco! Happy Merry Christmas! Hallo, Olegaya Pasco! Merry Christmas! Wir haben alles, was ihr braucht. Auch Bananen, Ananas, Bier. Frohe Weihnachten! Was macht eigentlich das Team der Landausflüge am Seetag? Wir haben jetzt auch noch. Und noch ein bisschen was machen. Da hinten ist auch noch ein bisschen drin. Tutte Team d'Excursion d'Aida Vita vous souhaite un joyeux Noël. Wszystkim gościom statku Aida Vita życzymy wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und schöne Feiertag. Fertig. Wir Weihnachten in Brasilien, das können ja nur heiße Weihnachten werden. Hallo liebe Gäste, das Bonn- und Solz-Bar-Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten auf Aida Vita. In diesem Sinne, Buon Natale! Malegaya Pasco! Ich muss wieder die Schubkarren rein. Feliz Navidad! Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Auch auf Deck 9 in der Nightclub-Bar weihnachtet es sehr. Krásne a požehnané sviatky.
святки, плане ласки, а покоя, кругу найближчі, а щастя на вірок. Gibt es ganz tolle Weihnachtsgeschenke, tolle Schmuck, Handtaschen, Schokolade zum Naschen, Parfüm und vieles, vieles mehr. Und das alles packen wir Ihnen natürlich auch weihnachtlich ein. Das Shopping wünscht Ihnen frohe Weihnachten! Psst. Hier auf der Brücke ist Konzentration gefragt. Wir steuern Weihnachten entgegen. Besser gesagt nicht wir, sondern jemand anderes. Im Theater wird sich vorbereitet für unsere Weihnachtsgala. Ich horch mal, was da los ist. Andrea, hörst du mich? 10 Minuten bis Show beginnt. Okay. Martin, hörst du mich? 10 Minuten bis Show beginnt. 10 Minuten zur Show. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas! Und auf Karatschon! Buon Natale! Gut, Jürgen, Gott mit Tor! Sieg von Christo! Feliz Navidad! Liebe Gäste, liebe Besatzung, Weihnachten an Bord, das ist etwas ganz Besonderes. Für den einen oder anderen von Ihnen, vielleicht sogar für die meisten von Ihnen und von uns, mag Weihnachten an Bord weit weg von zu Hause, weit weg von Freunden und Bekannten, vielleicht auch mit ein bisschen Wehmut verbunden sein. Aber ich habe nach einigen Weihnachten an Bord von Schiffen gemerkt, dass es hier, wo wir mit vielen Nationen alle zusammen, unabhängig von Herkunft und Religion, Weihnachten feiern, vielleicht sogar ein bisschen mehr Weihnachten ist als zu Hause im Alltagsstress. Ich lade Sie alle ein, Teil unserer großen Weihnachtsfamilie hier an Bord zu sein, denn für mich ist ein Zuhause fernab von zu Hause eins der größten Geschenke, was einem zuteil werden kann. Probieren Sie es einfach aus. Es kostet nicht viel, nur ein Lächeln. Lassen Sie uns nun zusammen das Finale der stillen Nacht anstimmen.